Und mit einem Mann weniger, der nächste Eckball, diesmal von links, diesmal von Korkmaz getreten. Und diesmal der Ausgleich. Jürgen Patoka im ersten Spiel für Rapid. Gleich der erste Treffer, sein insgesamt 7. Bundesligator. Aber das Besondere dabei, das erste mit dem Fuß erzielt. Was für ein Einstand für den Mann, der in der Rapid-Jugend gespielt hat, jetzt wieder nach Hütteldorf zurückgekehrt ist. 11 gegen 10 und der Ausgleich nach 31 Minuten. Nicht untypisch, denn Rapid großteils aus Standardsituationen getroffen. Nur eine Minute später, 87. Sehr schöne Aktion. Und ebenso schön abgeschlossen, 2:1 durch den Montenegriner Branko Boskovic. Sein 3. Bundesligator für Rapid, ein wichtiges zur Freude von Peter Packert. Und eine wunderschöne Aktion, eingeleitet von Thonhofer, der bis dahin eher glücklos agiert hatte. Dann herrlich weitergeleitet von Bilic. Stellungsfehler, nicht der erste in der Innsbrucker Innenverteidigung, 2:1. Aber noch immer ist dieses spannende Spiel nicht entschieden. 95. Minute. Sieht hier nach Foul aus. Aber Schiedsrichter Meissner lässt weiterspielen. Innsbrucker Verteidigung natürlich offen in der Vorwärtsbewegung. Die Chance für Bilic. Grünwall rehrt ab. Aber Hoffmann setzt sich durch. Und der Kapitän nach der Auswechslung von Hieden entscheidet die Partie mit dem 3:1. Riesenjubel bei Peter Packholz. 3. Saisontor nach den 2 Treffern im UI Cup für Hoffmann. Wacker Innsbruck hat nunmehr in 20 Bundesliga-Partien nur einmal gewonnen. Rapid feiert nach Auftaktpleiten in den letzten beiden Jahren einen hart erkämpften 3:1 Erfolg gegen Wacker Innsbruck. Blackout in der Rapid-Hintermannschaft und Mattersburg führt mit 1:0. Hofmann auf Bilic, kein Abseits und da ist der Ausgleich. Na, das geht ja ganz gut los. So schnell kann's gehen. Die Mattersburger Hintermannschaft spielt auf Abseits, aber Martin Bilic war nicht im Abseits, zumindest nicht nach Meinung des Schiedsrichter-Trios. Christian Fuchs kommt zu spät raus, richtige Entscheidung. Bilic lässt sich diese Möglichkeit nach gutem Hofmann-Zuspiel nicht entgehen und bezwingt Robert Almer. 4 Minuten vorbei, 2 Tore bereits. Boskovic, Hofmann, Bilic. Mravac-Plotter. Hofmann, das Fall von Kübauer, Freistoß für Rapid. Und schauen Sie sich diese Schreiduelle an. Kübauer gegen Hofmann. Ja, Kübauer wirft da Hofmann vor, ein Schwalbenkönig zu sein. Wir schauen gleich noch einmal ganz genau hin. Hofmann dreht sich geschickt, fällt natürlich leicht. Schiedsrichter Plautz ist knapp daneben gestanden, hat auf Freistoß für Rapid entschieden. Und nur das zählt. Mit Steffen Hofmann wird schießen, schon dann Branko Boskovic. Alle Mattersburger im eigenen Strafraum. Die Mauer muss noch ein paar Zentimeter zurück. Boskovic. Was macht denn Robert Almer? Der schlägt sich den Ball da beinahe selbst ins Netz. Der offizielle Torschütze heißt allerdings Markus Katzer. Glücklicher Ausgleich für Rapid.
Freistoß von Boskovic. Abgefälscht von der Mattersburg-Mauer. Ja, der Ball wäre übers Mattersburger Tor an die Oberlatte gegangen. Aber Robert Almer hat hier seine Hand zu Hilfe genommen, schlägt sich den Ball praktisch selbst ins Tor. Markus Katzer muss den Ball nur mehr über die Linie drücken. Also der wird heute im Doppeldeckerbus einige blaue Flecken auf der 8-stündigen Fahrt nach Wien mitbringen. Gibt es Elfmeter? Es gibt Elfmeter. Und ich denke, auch den kann man geben. Der erste Auftritt von Erwin Hoffer, zu Fall gebracht von Kai Šopić. Aber Šopić nicht mit der Höchststrafe, die würde hier gelb-rot bedeuten. Naja, er spielt den Ball und Hoffer macht das ausgesprochen geschickt. Oh oh, nehme alles zurück, Fehlentscheidung. Das war kein Strafstoß, Herr Doktor. Mario Basina mit der Chance auf sein erstes Saisontor in der Liga. Basina gegen Michel. Basina! Minute 61 und Rapid führt eigentlich wie durch den berühmten Blitz aus dem heiteren Himmel mit 1-0. Altach war in der Anfangsviertelstunde von Hälfte 2 klar die bessere Mannschaft. Und durch eine Fehlentscheidung. Wir schauen uns nochmal an. Šopić eindeutig gilt die Attacke den Ball, den trifft er auch und Hoffer fällt dann nur noch drüber. Tritt sogar in Šopić Wade hinein. Oh je. Andreas Schranz, nicht wirklich souverän sein Abschlag. Nochmals Rapid, wieder über Steffen Hofmann, der so heute zentraler spielen darf. Doppelpass schön gespielt mit Basina, noch immer Hofmann. Bilic, abgeblockt, nochmals Hofmann. Und der Treffer zählt. Vierte Minute, 1-0, Mario Basina. Sehr schönes Tor von Rapid. Auch wenn kurz die Kärntner mit einer Abseits Position von Basina spekuliert haben beim Zuspiel von Hofmann, aber der Schiedsrichter hatte sofort auf den Mittelpunkt gezeigt. Zunächst der herrliche Doppelpass Hofmann-Basina, dann das Zuspiel, kein Abseits auf Bilic, der wird dann noch behindert, entscheidend von Ortlechner. Dann Basina und das Abspiel, kein Abseits, richtige Entscheidung, eindeutig Mario Basina, klug gewartet, bis Hofmann aufgespielt hat, der sehr uneigennützig damit die Führung für Rapid. Ja, Basina, der Einzige, der derzeit bei Rapid trifft, zuletzt in Altach. Das war das letzte Rapid-Tor vor einer Woche beim 1-0-Sieg. Auswärts in Vorarlberg und jetzt hier also mit dem frühen Führungstreffer für Rapid. Das einzig positiv aus Kärntner Sicht, nur 0-1 und damit noch alles möglich. Aber jetzt steht es 0-2. Der Treffer zählt, Markus Katzer lässt sich feiern. Wir werden in der Zeitlupe sehen, ob er tatsächlich noch dran war oder ob Steffen Hoffmann der Torschütze ist. Egal, 32 Minuten, Rapid mittlerweile verdient 2-0 in Führung. Naja, gescherzt hat ihn wohl noch, aber entscheidend, Katzer alleine. Völlig alleine, auch noch Tokic. Da war kein Kärntenspieler dagegen. Unglaublich, bei einer Standardsituation, keine Zuordnung. Ja, leicht hat ihn noch abgefälscht. Andreas Schranz, chancenlos. Jedenfalls entscheidend den Torhüter irritiert, der sonst natürlich den Ball gehabt hätte. So also Markus Katzer für uns der Torschütze. Zweites Saisontor, 2-0. So aktiv die beiden Mittelfeldspieler Kablak und Korkmaz sind, so sehr lassen sie sich immer leicht fallen. Das könnte man ihnen durchaus austreiben. Jede Ballberührung oder jede Berührung des Gegners wird genutzt, um sofort
den Abflug hinzulegen. Jetzt Kablak. Bilic! 3-0! 50. Minute. Mate Bilic, zweites Tor. Und Andreas Schranz zum dritten Mal geschlagen. Spiel auf Kablak, der von Ketela und von Branda nicht entscheidend attackiert wird, und in der Mitte Ceyle und Ortlechner nur als Begleitungsagentur für Mate Bilic. Nichtsdestotrotz, schöne Flanke, sehr schöner Kopfball, aber alles in allem mit kräftiger Unterstützung von Austria Kärnten. Und würden wir also uns jetzt vor dem letzten Freitag befinden, bevor die fünfte Runde gespielt wurde, dann wäre Rapid Tabellenführer. Also am Ende der Meisterschaft kann man durchaus sagen, Rapid war nach vier Runden Tabellenführer. Heute am Ende der fünften ist Rapid dann auf Platz 2. Aber gewinnt die Mannschaft 3? Nein, sie gewinnt 4-0. Branko Boskovic, der Montenegriner, mit seinem zweiten Saisontor. In der Nachspielzeit hat er dann noch die Zeit nach Zuspiel. Ersten Assist von Fabiano, der uneigennützig nicht selbst den Abschluss sucht, sondern Branko Boskovic bedient. Der kann sich den Ball herrichten, den Haken vorbeimachen an Ortlechner. Auch dieses Tor symptomatisch für den gesamten Spielverlauf. Andreas Schranz kann einem leid tun. Schiedsrichter Steiner mit einer ordentlichen Leistung am heutigen Tag. Einmal hat ihn sein Assistent an der Linie in der ersten Hälfte im Stich gelassen, hat dann abseits vom Zickler angezeigt, dass keines war. Ansonsten alles souverän, und jetzt ist der Ball im Tor. 77. Minute. Für Rapid nach einem Eckball von Steffen Hofmann. Hier nochmal. Oh, wer war da dran? Markus Katzer für mich oder Mate Bilic? Eher Bilic. So, und vorher das Gerangel. Oh, das war am Schluss, glaube ich, Mate Bilic. Auch Markus Katzer reißt die Hände in die Höhe. Sollte sich selbst ausmachen. 1-0 für Rapid. Und damit Salzburg in den letzten Minuten gehörig unter Zugzwang. Mate Bilic jubelt, nicht zu unterscheiden von dem des Markus Katzer. Branko Boskovic mit Saisontor Nummer 3. Und das war eine ganz anständige Harpune. Und nach 25 Minuten führt Rapid hier mit 1-0. Eckball Steffen Hofmann, dann der Stürmer im eigenen Strafraum Damjanovic. Mit der Befreiung unter Anführungszeichen, und Boskovic packt den Gummihammer aus und lässt dem armen Hans-Peter Berger gar keine Abwehrmöglichkeit. Der passt ganz genau. Traumtor des montenegrinischen Nationalteamspielers. Es hat sich irgendwie abgezeichnet. Rapid hat in diesem Spiel das Kommando übernommen und den Most Valuable Substitute der U20-WM gebracht. Da ist er, Erwin Hofer. Ja, gleich mal Rotz-Frech, Kombination mit Basina. Da ist Hofmann. Und warum denn nicht? Was für ein Tor! Der dritte Torschuss von Steffen Hofmann in dieser Partie. Und der war um nichts schwächer als der von Boskovic, der zum 1-0 geführt hat. Es muss ja nicht immer eine Torvorlage sein, lieber Steffen. Es kann auch gern mal so ein wunderschöner Treffer werden. Basina legt ab für Hofmann, den attackiert keiner. Und diesen Freiraum nützt der Kapitän zur, ich denke mal, Entscheidung in dieser Partie.
Da sind sie in 75 Minuten regelrecht auf den Zehen gestanden und dann lassen sie ihm mal Platz und das ist die Strafe. Es ist nicht zu fassen, Mate Bilic, 30 Sekunden in der Partie, statt Basina und der Ritschreck schlägt sofort wieder zu. Wird natürlich gelb kriegen für dieses Leiberl ausziehen, aber was soll's. Schauen Sie, er wird nicht attackiert, dann ziehen wir zur Mitte, tot, fährt ins Leere, es kommt noch immer keiner, hat dann draufgehalten. Ähnliches, dilettantisches Abwehrverhalten der Rieder wie beim 0-2 durch Steffen Hofmann. Aber dieser Mate Bilic, ein Phänomen für sich, vor allem. Ehrentor für die Wiener, Mario Basina, 72 Minuten sind gespielt. Nach einer Standardsituation macht Rapid den ersten Treffer an diesem Abend, nach diesem Freistoß. Zunächst der Kopfball, gut gemacht. Da kann Grazer noch abwehren, aber dann ist Basina völlig frei. Da schlafen alle von Sturm. Tokic war da mit dem Kopf zunächst dran. Boskovic auch noch vor Grazer und Basina akrobatisch mit seinem dritten Saisontreffer zum 1:4. Also 18 Minuten geht's noch. Geht da noch was? Mit dem Kopf und deshalb gibt es den nächsten Eckball. 4 Tore aus Eckbällen haben die Rapidler schon erzielen können. Und da ist es, Hinwas in seinem 350. Bundesligaspiel schießt er sein Tor. Er erzielt in der Rapid-Viertelstunde den Ausgleich. Die 500 mitgereisten Rapid-Fans können jubeln. Keiner ist da bei Hieden, auch Madl zu weit weg schon. Man dachte schon, man hätte hier befreit. Aber dann steht der Kapitän goldrichtig und haut mit seinem Linken den Ball unter die Querlatte. Boskovic, rechts geht Tonhofer mit. Gegen Fuchs. Kommt zur Flanke und Zedlowski genau auf Mario Basina. Basina bleibt am Ball und da ist das 1:0 für Rapid. Eine Minute und 55 Sekunden gespielt. Mario Basina und Mate Bilic, die beiden Stürmer des SK Rapid, beteiligt an diesem 1:0. Zunächst die Flanke von Tonhofer, der da von Fuchs zu zaghaft, oder besser gesagt überhaupt nicht attackiert wird. Dann der schwere Fehler von Zedlowski und dann Basina setzt sich durch. Ja, und entweder er oder Mate Bilic. Wer hat dieses Tor erzielt? Jetzt sehen wir es gleich ganz genau. Ja, ich denke, es war Mate Bilic. Erinnert ein bisschen an den Nichtangriffspakt zwischen Österreich und Deutschland. Da spielte Schachner damals auch mit. War der Einzige, der es nicht wusste. Gablak. Schöner Haken. Schöner Haken. Schöner Haken! Schönes Tor! Na endlich! Jungspund Gablak erlöst uns von den Qualen. Erstes Saisontor. Nach einem halben Jahr darf er wieder jubeln. Zuletzt zu Hause gegen Tirol beim 2:1 Sieg. Da hat er sie alle vernascht. Und die Rapid-Fans, die stehenderweise jubeln müssen, weil die Sitze abmontiert wurden, freuen sich zurecht. Zuerst der Haken vorbei an Bubenik. Dann lässt er Letvon aussehen wie einen Schülerspieler. Und dann steht Schranz zu weit draußen. Gar nicht so scharf dieser Schuss, aber platziert. Herrlich, wie er das macht. Und ich hoffe, jetzt nach einer Stunde beginnt das Fußballspiel so richtig in Kärnten. Jetzt müssen sich einfach diese taktischen Fesseln lösen. Ein routinierter Mann, er ist etwas leer, meint Peter Packholt. Der Akku ist nicht mehr ganz voll, aber für die restliche Zeit soll es reichen. Basina, Basina, Basina! 2:0! Der Kass ist fast gebissen.
in Kärnten. Der Platz war jetzt da, Basina mit gutem Auge. Er schläferte seine Mitspieler 70 Minuten lang ein. Einmal war er da mit einem Weitschuss. Das war eigentlich bisher das probate Mittel. Weber verschätzt sich. Ein kleiner Rempler auch von Basina war mit dabei. Aber es ist ja ein Männersport. Und da muss man schon in die Zweikämpfe gehen. Und das macht er natürlich elegant. Ganz offensichtlich das Foul von Schima an Steffen Hofmann, der viel abgeklopft wird, wie es Peter Backholt immer ausdrückt, der von den Schiedsrichtern fordert, den Spielmacher mehr zu schützen. Basina. Und der ist drinnen. 1:0 für Rapid. Auf dem schnellsten Weg zu den eigenen Fans. Stefan Kulowitz mit einem sehr schönen Treffer, weil er ihn mit sehr Gefühl ins lange Kreuzeck gehoben hat und wir werden sofort kontrollieren. Zum einen, warum er so viel Platz hatte und zum anderen, warum Sascha Fornezzi sich gar nicht gerührt hat. Basina zunächst. So, und der hat Zeit, sich den Ball herzurichten. Sascha Fornezzi doch deutlich vor dem Tor. Vielleicht das als kleiner Vorwurf. Einmal aufgeschaut, da war gar nicht so viel Pfeffer dahinter. Viel mehr Gefühl und der passt genau 1:0 für die Gäste. Und von wegen, Rapid wird hier abwarten, wird von hinten heraus das Spiel ordnen. Ja, der war ganz fein und das ist das 2:1 für Rapid. Ein super Pass von Kavlak und die ganze Austria-Abwehr hat hier völlig verschlafen. Das nennt sich Joker-Tor. Mate Bilic trifft zum 2:1 für Rapid. Abermals gehen die Gäste in Führung. Und der eigentliche Laufweg kommt erst nach dem Treffer, nämlich zum Rapid-Sektor. Hier noch einmal Kavlak mit einem super Pass, da fährt Basina daneben. Ich maße mir an, hier zu sagen, dass er den nicht absichtlich durchlassen hat, aber vielleicht auch das. Und völlig ungehindert Mate Bilic, nur Sekunden nach seiner Einwechslung in der 70. Minute zum 2:1 für Rapid. Hofmann auf Martin Hitten. It's a captain's goal. Martin Hitten trifft zum überfälligen 1:0 für Rapid. Und die Führung für die Mannschaft von Peter Backholt geht mehr als nur in Ordnung. Moskowitsch auf Hofmann und dann viel Platz für Martin Hieden, der zieht ab mit links. Das sogenannte Tormann-Eck, aber trotzdem kein Vorwurf von Michael Sagelmeier hier aus kurzer Distanz. Eigentlich mit seinem Schwächeren, mit dem linken Fuß. Bastic, einmal mehr Zweikampfsieger gegen Hofmann und der Schuss von Dova. Rapid. Minute 57, aus dem Nichts dieser Schuss von Andy Dober. Zweites Bundesliga-Tor für den Rapid-Verteidiger. Hier aus gut 30 Metern. Zieht er ab, legt sich den Ball einmal vor, Aufsetzer und trotz allem von Michael Sagelmeier in seinem ersten Bundesligaspiel. Diesen Ball muss er einfach halten. Eckball Hofmann. Kavlak. Wieder gute Aktion von Benny Kavlak und ein Traumtor. Und Peter Backholt zeigt an, der Nader wird nicht mehr gewechselt. Ümit Korkmaz muss draußen bleiben, Mate Bilic darf doch kommen
aber die Rapid-Fans bejubeln ein Traumtor von Veli Kavla. Eckball von Hofmann, Wendell mit dem Kopf und dann Kavla hat Platz, sich den Ball anzunehmen, macht den Haken gegen Meyerleb und dann zieht er ab und trifft ganz genau. Herrliche Körpertäuschung gegen Christian Meyerleb und dann diesmal keine Abwehrmöglichkeit für Michael Zagelmeier. Traumtor. Freistoß Hofmann. Batoka, 4-3! Unglaublich! Was ist denn hier heute los? Michael Zagelmeier zum vierten Mal geschlagen. Und Jürgen Batoka bringt Rapid zum vierten Mal in Führung. Freistoß Hofmann. Batoka vor Wendell am Ball. Und Zagelmeier ohne Abwehrmöglichkeit. Der Kopfball genau ins Eck. Rapid führt mit 4-3. Mehr als er sich noch bei der Unterschrift gedacht hat. Und jetzt steht es 2-1. Branko Boskovic noch vor dem Wechsel von Sascha Ilić zieht Rapid nach. Nach einem Eckball und einem Kopfball von Boskovic. Der Anschlusstreffer, das gibt vielleicht noch 5 heiße Minuten. Wir schauen nochmal hin. Eckball, ja, den haben sie völlig vergessen. Da hat die Salzburger Abwehr völlig vergessen auf Branko Boskovic, der hier sein viertes Saisontor für Rapid erzielt, der lange Zeit hat, denn Radkic kommt irgendwann von hinten und sieht sich das Ganze nur mehr an, während der Ball schon im Netz zappelt. Das Ganze in der 86. Minute. Rapid führt und er hat es gemacht. Mario Basina nach Assist von Kapitän Steffen Hofmann. Und diese Führung für die Rapidler ist nach 27 Minuten hochverdient. Fünfter Saisontreffer für Mario Basina, der immer wieder das Vertrauen von Peter Pakul bekommen hat. Steffen Hofmann zunächst einmal mit dieser Flanke und dann kommt der Ball zu ihm zurück, weil hier Bilic für seinen Stangelpass keinen Abnehmer findet, aber Hofmann sehr wohl. Gutes, scharfes Zuspiel zur Mitte, die Rieder Verteidiger schauen nur zu und Hans-Peter Berger hat dann keine Abwehrmöglichkeit aus kurzer Distanz. Gut gesehen von Hofmann, Mario Basina mit dem 1-0 für den Rekordmeister. Und der Mann in Rot steht hier im Mittelpunkt, Schiedsrichter Thomas Einwaller. Diese Aktion, Jimmy Hoffer hinein in den Strafraum, dann kommt von hinten Aaron Erbeck und das war nie und nimmer Elfmeter. Erbeck spielt hier ganz eindeutig den Ball, harte aber faire Attacke des kleinen Mittelfeldspielers der Rieder. Die beiden Kollegen im Unter-21-Nationalteam und jetzt heißt das Duell Steffen Hofmann gegen Hans-Peter Berger. Haben Sie da Hans-Peter Berger in die Augen geblickt? Steffen Hofmann hat es nicht getan. 2-0 Rapid, Minute 67. Das war der 28. Elfer in dieser Saison in der Bundesliga. Und nur 17 sind verwandelt worden. Heute hat ja auch schon René Aufhauser einen vergeben für die Salzburger, aber Steffen Hofmann macht das vorentscheidende 2-0 für Rapid gegen Ried. Aber ein bisschen ein schaler Beigeschmack wird wohl bleiben, Peter Pakult. Ja, jetzt ist wirklich alles klar. Andreas Dober mit dem 3-0 für Rapid in der 69. Spielminute. Wieder mal die Rapidler nach einer Standardsituation getreten von Steffen Hofmann. Die Rieder reklamieren hier Foulspiel, aber ich denke, dieses Tor war regulär. Dober auf keinen Fall mit einem Foulspiel, vielleicht Batoka da vorhin. Der Treffer zählt und der Treffer zählt zu Recht. 3-0 für die Mannschaft von Peter Pakul. Und das schon 78 Minuten lang. Die beiden Joker haben gestochen. Tolle Vorarbeit mit Korkmaz und dann Erwin Jimmy Hoffer mit seinem ersten Saisontreffer, mit seinem 9. Bundesligator insgesamt.
Wieder Standardsituation, aus der entsteht dann dieser Angriff über die linke Seite. Ümit Korkmaz schaltet den Turbo ein, vorbei an Hackmeier hinein in den Strafraum. Glasner kann den Ball nicht mehr erreichen und Jank kann Hoffer nicht mehr erreichen. Und deshalb steht es jetzt 4:0 für Rapid. Etwas zu hoch, aber völlig verdient die Führung für die Grün-Weißen. Hofmann gefolgt von Namoski. Freistoß für Rapid und Gelb für Ilja Namoski. Noch eine Karte ohne Folgen für den Mattersburger Stürmer. Da braucht er sich überhaupt nicht zu beschweren. Auch diese Entscheidung geht in Ordnung. Von hinten zurückgehalten, ohne Chance auf den Ball, nur um den schnellen Gegenangriff der Rapidler zu unterbinden. Torentfernung, gut 30, 35 Meter. Thomas Borenic stellt trotzdem 4 Mann in seine Mauer. Wohl deshalb, weil einen Direktschuss von Andreas Dobe erwartet. So ist es. 4 Mann Mauer nicht genug. Minute 28. 1:0 Rapid durch Andreas Dobe. Dritter Saisontreffer des Rapid-Verteidigers unter kräftiger Mithilfe von Thomas Borenic. Gut 30 Meter die Entfernung zum Tor. An diesem Ball muss man einfach halten. Sorry, Thomas Borenic, ganz egal, ob der Ball da vor ihm aufsitzt oder nicht. Ein steirer Tor für einen Burgenländer. Und auch Frankie Schinkels, der vielleicht bald doch FC Wacker Innsbruck Betreuer und noch Premiere-Experte, wird bei Martin Konrad auf der Couch Platz nehmen. Jimmy Hoffer hinein in den Strafraum, Mario Basina mit dem 2:0. Was habe ich gerade gesagt von Mario Basina? War bisher nicht viel zu sehen. Franz Lederer hat genug gesehen. 6. Saisontreffer des Kroaten. Der Fehler bei den Mattersburgern im Spielaufbau. Dann geht's ganz schnell. Häkkinen auf Hoffer, der läuft Bravat auf und davon. Basina läuft mit und hat keine Probleme, diesen Ball im Tor unterzubringen. 2:0 für Rapid. Moment, das ist mehr als 10 Minuten zu spielen und nach wie vor hohes Tempo im Anabi-Stadion. Kavlak. Im Zusammenspiel mit Basina, Hoffer mit der nächsten Möglichkeit. Und es gibt Elfmeter. Und mit Sicherheit jetzt Gelb-Rot für Alexander Pöllhuber. Schiedsrichter Grossen hatte die Karte schon in der Hand. Hat er sie jetzt wieder eingesteckt? Alexander Pöllhuber bereits mit Gelb belastet. Hier schiebt der Hoffer weg. Eine harte, aber durchaus vertretbare Entscheidung. Und Steffen Hofmann versucht jetzt dieses Spiel zu entscheiden. Minute 81, Rapid 3, Mattersburg 1, Torschütze Steffen Hofmann. Hofmann schickt Borenic in die andere Ecke, verwandelt ganz sicher mit seinem 4. Saisontreffer. Und hier achten Sie auf den Schiedsrichter, der greift schon in die Brusttasche und überlegt sich dann noch einmal, weil er gesehen hat, Alexander Pöllhuber hat das Foul begangen. Wieder Steffen Hofmann,
ganz alleine Boskovic und da ist das Tor von Mario Tokic. Was war das für ein Gewaltschuss aus kurzer Distanz? Das erste Tor von Mario Tokic in der Bundesliga für Rapid zum 1:1 gegen den Meister. Und natürlich ist dieser Treffer nach einer Standardsituation gefallen. Der Eckball von Steffen Hoffmann, hier ganz alleine Boskovic mit dem Kopfball, der eigentlich aufs Tor hätte gehen sollen, sich aber zu einer idealen Vorlage für Mario Tokic entwickelt hat. Der zieht ab und natürlich keine Abwehrmöglichkeit für Timo Ochs. Kassierten die Wacker-Spieler nach Ecken bereits. Da sind die meisten in der Liga. Schön gemacht auf Dober. Und das ist der Ausgleich. Habe ich doch gewusst, dass da noch was geht. Häkkinen mit seinem ersten Tor, mit seinem ersten Punkt für die Rapidler. Ja, schade, dass der Treffer der Innsbrucker nicht schon früher gefallen ist. Dann hätte man schon früher ein wacheres Spiel gesehen. Dober zuerst mit dem Direktschuss. Und dann auf Umwegen kommt der Ball zu Häkkinen. 1:1. Hoffentlich hält dieses Niveau an. Wenn ich es richtig gesehen habe, wird Mijatović kommen. Hoffmann. Basina. Basina! 1:0! Ein Patzer hinten. Ein Individualfehler, ich glaube, von Visio und dann super abgeschlossen von Mario Basina. Ah, der konstante Druck hat sich ausgezahlt, denn hier Rapid eigentlich von der ersten Minute an versucht war, hoch zu halten. So, da einmal. Ja, zu halbherzig Visio und dann zieht er ab vom 16er und lässt Kabliner, glaube ich, keine Chance. Der Schuss war zu gut. Also, war nicht Visio, da müssen wir gleich korrigieren. Das war Niklas Hoheneder, der alle Spiele bislang für den LASK absolviert hat. Aber hier zu zögerlich in diese Aktion geht und dann noch ein bisschen die englische Innenstange sogar mit dabei. Oh, auch Kabliner vorne mit drin. Alles jetzt. Und wieder blockt den Freistoß Steffen Hoffmann. Ho, und dann kommt Mijatović noch an diesen Ball heran. Jetzt ist das Tor frei. Hoffmann, jetzt muss er schießen. Und er passt. Praktisch mit dem Abpfiff hier das 2:0 für Rapid. Ein M-Net-Goal im Fußball, auch das gibt's. Also buchstäblich bis zur allerletzten Sekunde in diesem Jahr hat Rapid fighten müssen und ist wieder dran in der Tabelle. Assist, das geht auf das Konto von Helge Peier, der hat das gesehen, Kavliner mit vorne und schneller weiter Auswurf auf Steffen Hoffmann. Dann der kontrollierte Schuss, gut getimt, alles richtig gemacht. Saisontreffer Nummer 5 für den Kapitän